Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und es wartet eine neue Fähigkeit auf uns. Doppelsprung. Drücke in der Luft Space, um einen zweiten Sprung auszuführen. Ja, jetzt hat auch Dust Flügel. Yay. Cool. Jetzt kommen wir zum Beispiel hier hoch. Ich hab's mir auch gedacht, dass wir jetzt Doppelsprung können. Und mit dem können wir jetzt Orte erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Und hier können wir wohl ein bisschen üben, hm? So, genau. Noch ein Schlüssel. Geht's hier oben schon weiter oder ist hier oben? Hier ist nichts, also kein weiterer Weg. Nur ein paar Gegner. Au. Okay, das war mies von mir. Komm, du kannst deinem Freund ruhig Gesellschaft leisten. Dong, 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 dong. Ja, ich gebe zu, das ist mies von mir gewesen. Aber ja, eine Kettenreaktion. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier hoch und finden was hier drüben. Ein Weg nach unten, würde ich mal sagen. Nein, das ist nicht so toll. Das ist der Rückweg. Ah. Ich habe die Truhe verpasst. Deswegen gehe ich die noch holen. Lass mich doch nicht von meiner Truhe hier abbringen. So, euch ignoriere ich einfach mal. Ihr könnt eh nichts. So, hier wieder hoch. Sieht schon ein bisschen stylisch aus, wenn das Tier seine eigenen kleinen Flügel hat. So, weg mit euch Hunden. Und mit dem Doppelsprung sollten wir auch an das Secret. Oh, hier ist ja auch noch was. Sollten wir auch an das Secret im im Dorf rankommen, in der Stadt. Du da, explodieren. Und Hotdogs droppen. Hm. Nett. So. Oh, nicht schon wieder hier runterfallen. Nein, falsche Taste. So wollte ich das doch. So. Bauplan für den Ring des Wissens. Der ist gar nicht mal so schlecht. Und dafür haben wir auch mehr als genug Materialien. Deswegen sage ich einfach mal her damit. So. Ich trage jetzt den Ring der Geduld und den Meisterring der Wachsamkeit. Der Ring des Wissens. Regeneration, Angriff, Verteidigung, Fidget mal 2. Das ist heftig. Fidget mal 2 und 12 Glück. Ja, den nehme ich gerne. Und den anderen angelegten, das wird wohl der, ja, der Ring der Wachsamkeit sein. Der macht erhöhten Objektdrop. Das war aber noch nicht alles hier.
Was gibt's denn hier noch? Uah. Tut mir leid, Leute, aber da muss ich mich noch mal umsehen. Höchstens hier ist noch was ganz Tolles. Aber nein, da muss noch was sein. Hier durch. An denen wieder vorbei. So. Ich ignoriere euch und hier oben könnt ihr mir eh nichts. So, hier wieder hoch. Da oben ist noch was. Ja, Fidget sagt es mir sogar. Aber hier... Ah, ich sehe es. Ich sehe es. Ihr seid abgeschrieben. Ich sehe es. Ja, ihr könnt da ruhig weitermachen mit dem, was ihr macht. Ja, so oder so ähnlich müsste ich da hinkommen. Na, das reicht nicht aus. Hey. So. Nein. Na, ah, das war knapp. Oder komme ich von oben aus hin? Ich glaube, ich komme auch von oben. Ja, ich komme von oben aus hin. So, das war jetzt aber das letzte Secret hier. Hier gibt's nichts. So, euch habe ich alle in die Luft gejagt. Und dann geht's jetzt hier endlich wieder zurück. So. Nein, ich will runter, danke. So, an den Bomben vorbei. Dann gucken wir mal, was hier oben ist. Noch eine Truhe. Schlüssel haben wir ja einige eingesammelt. Schneeanzug, ein neuer Bauplan. Ah, der braucht Materialien. Jede Menge Wolfsfell und... Was bringt mir meine Spektralweste? Macht auf jeden Fall mehr Verteidigung und etwas mehr Glück. Aber dafür fehlen mir noch einiges an Materialien. So. Den Schlüssel nehmen wir gerne mit. Und dann war es das hier sogar an Secrets. Euch ignoriere ich mal. Denn jetzt gehe ich erstmal wieder hierher zurück. Kämpfe ich doch mal durch hier durch die Horde durch. Verpasse ihn ein paar Flammenstrahlen. Flammensäulen. Gebt mir euer Fell. Ihr braucht es nicht mehr, wenn ihr tot seid. Ja. Ich weiß, das war jetzt gemein ausgedrückt. Genau, da oben ist ein Schlüssel. So, und jetzt müssen wir wieder durch das Schneegestöber durch. Ah, den einen Wolf können wir ignorieren. Hoch, hoch. So, und wieder diese dekadenten Plattformen nehmen. Sind das Adlerköpfe? Und hier drüben weiter nach oben dann, hm? Ja. Da gibt es auf jeden Fall eine Truhe noch. An die wir hoffentlich von oben aus rankommen und nicht von unten. Sonst muss ich den Weg nochmal zurückgehen. Lasst mich raten, ihr hier droppt keine
Speere. Wir haben jetzt sicherlich wieder Materialien. Na, wir haben nur die hohle Scherbe, die wir nicht katalogisiert haben. So, hier bricht alles zusammen. Und jep, hier, von hier aus kommen wir an die Truhe ran. Die Truhen. Und wir haben noch mehr als genug Schlüssel zum Öffnen. So. Truhe auf. Nächste Truhe. Und noch ein neuer Ring. Meisterring des Bundes. 8 Regeneration, Angriff, Verteidigung, Fidget, Glück. Ne, nicht wirklich. Also ja, der Ring ist nicht schlecht, aber was ich jetzt habe, gefällt mir zurzeit besser. Oh, Zwischensequenz. Sorry, Dust. I don't think you're double jumping over that. Stupid avalanches ruin everything. Go ahead, name me one good thing an avalanche has ever done. Sie könnten Gaios Armee begraben. Well, now that you mention it, this might be a crazy idea, but maybe we can clear some of the snow off of that mountainside. Okay. You mean make another avalanche? Yup. That's the idea, yes. You're crazy. I love it. Du bist verrückt, ich liebe es. Really? Do I need to be the voice of caution here? Need I explain how creating an avalanche puts us all in danger? Und Ara muss den Spaß verderben. It's really the only way, Ara. Yeah, Ara, it really is. Is it? It is. Very well. Let's do this. Okay. Das könnte jetzt gefährlich werden. Well, that did something. War nicht genug? It sure did. You know what I'm thinking? I'm thinking we find another one. Yep. Huh? That obviously wasn't enough. We need to break more pillars. Fidget, I think the bitter cold is creating lapses in your judgment. That is ridiculous. I'm perfectly... Das ist ja erkältet. Super. Ja. Okay, ein Safe Point. Schon mal gut zu wissen, dass hier einer ist. Dust, be careful. Watch overhead. The snow is not the only thing you are shaking loose. Jupp. Scheinbar. Oh Gott. Wieder so eine Sache hier, hm? Das erinnert mich fast schon an die Aufpflanzen. Im Untergrundtunnel. Und jetzt sind es Eiszapfen, mit denen wir bombardiert werden. Hoch. Ah, das ist ja gemeingefährlich. Oh. Das ist auch noch Gegner. Ja. Hey, die Eiszapfen helfen uns. Das ist gemein. Jetzt müssen wir hier über bröselnde Plattformen laufen. Schlittern über bröselnde Plattformen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in der Grube da unten was ist. Ja, ich merke, dass da kein Ausweg ist, Fidget. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist was. Oh, mein Gefühl hatte recht. Was ist das denn? Mission aktualisiert, Schneeflocken. Du hast ein Kühlgefäß gefunden, das prima eignet, um darin Schnee zu lagern. Way. Ja. Kann ich mir das mal kurz ansehen? Eine interessante Maschine, die den Inhalt schön kalt hält. Ein moderner Kühler. Ja. Warum nicht? Oh, Save Point, sehr gut.
That's two. Nummer zwei. Not enough. Immer noch nicht genug. Und Fidget ist immer... We'll need to find more if we're going to clear away that snow. Okay, langsam wird's übertrieben. We should get you someplace warm, Fidget. I think you're coming down with something. Never! Okay, Fidget ist total erkältet. Den Schlüssel, da sag ich auf jeden Fall noch ein, bevor ich hier zum Safe Point gehe. Genau. Nein, keine gute Idee. Einfach hier rüber. Speichern. Und dann gibt es jetzt mal wieder einen Cut. Bis gleich.